Und irgendwann habe ich Schwur gesehen, die kam dann irgendwann auf den TC-Channel drauf. Den größten Teil der Leute kenne ich. Wie ein blaues Blut, eine Warlord-Eule, BA, war mir schon vorher bekannt. Dieser Angel, jetzt Ghosthead genannt. Dann, okay, die Leute kennst du. Und ja, also hat mir dabei noch nichts gedacht, ob ich überhaupt darüber wechseln würde. Dann irgendwann später habe ich immer mehr und mehr von denen erfahren, wie aktiv die sind in GTA, wie viel Spaß die daran haben. Habe mir gedacht, warum nicht? Warum fragst du da nicht mal an, ob du da rüber gehen kannst? Und so wie es so wollte, bin ich dann zur True, also The Only True Family rübergegangen. Und war halt sehr aktiv an den Anfangszeiten da. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist auch eine Hammer Crew, ein Hammer Clan, sind vernünftige Leute. Und ich bin nicht gegangen aus dem Clan und wieder zurück zu Club, weil ich gedacht habe, okay, passt auf, die Leute sind hier scheiße oder mir gefällt sie einfach nicht. Im Gegenteil, Schwur Ich bin gegangen, weil ich die Leute so sehr mochte. ist so ein, The Only True Family ist so eine coole Crew, so ein cooler Clan. Aber versteht ihr gerade seinen Punkt? Er sagt so, ja, ich bin nicht gegangen, weil ich die Leute scheiße fand. Und dann macht er so Lobeshymne auf die. Aber warum ist er denn dann gegangen? Vielleicht Na, das wollte er sich erklärt er ja selbst den vielleicht Leuten noch. nicht antun. Weil was? Er will sich selbst den Leuten nicht antun, ja, kann sein. Na, gucken wir mal, vielleicht sagt das ja noch. Was kommen, die halten zusammen. Und wo ich gesagt habe, pass auf, ich gehe jetzt aus True raus, ich will wieder zu Club, da meine Leute mir fehlen. Redbar fragt, wie lange war er bei True? Boah, das ist eine gute Frage. Kein Jahr, paar Monate. Paar Vielleicht 7, Monate, 8. ja. Paar Monate, ja. Also mehrere Monate auf jeden Fall. Ich würde sagen, weniger als ein Jahr, ja, wahrscheinlich schon. Bin ich dann raus? Ich habe zu Blaues Blut gesagt, pass auf, wenn du nicht möchtest, dass ich zu Club gehe. Zu dem, wo Ist ich auch das geil. gesagt habe, kam dann Das, lass ja, ihn mal was? kurz aussprechen, aber lass gleich, ich weiß schon, was du Ja, sagen okay. willst. Warlord-Eule und ein Deadshot auch hinzu. Ich habe zu denen gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass ich zurück zu Club gehe, dann werde ich das auch nicht tun. So, jetzt darfst du, Kevin. Das Geile ist, er sagt, er vermisst Leute wie Mox oder so, die eh schon fast inaktiv waren, mit denen ich ihn nie in der Party gesehen habe, obwohl wir noch viel mit ihm zu tun hatten. Aber er vermisst sie total. Ja, okay, gut, dann Aber wolltest du noch was anderes sagen, aber ja, das stimmt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass er in seiner True-Zeit, also vielleicht, ich will nicht sagen, er war nie in der Party, aber er war auf jeden Fall nicht oft in der Party. Also, und das Ding ist ja auch, man muss mal auch dazu sagen, für alle, die das nicht wissen, egal ob du bei True warst, bei Club warst, bei CLFI warst, bei den Monkeys, egal wo du warst, es gab keine, also man hat keine Unterschiede gemacht. Man hat nicht gesagt, der ist bei CLFI, der darf nicht bei uns in die Party kommen oder umgekehrt, der ist vom Club, der darf nicht bei uns in die Party kommen. Sowas gab es nicht. Es war egal. Es war egal, man konnte in allen Partys unterwegs sein. Also er hätte nicht darauf verzichten müssen, mit Massi zu zocken oder sonst irgendwem. Darauf musste man nicht er verzichten. hätte ja Man eigentlich noch musste. nicht mal die Crew wechseln müssen. Genau, Er er hätte ja hätte einfach nicht nur mal so die mit Crew denen zocken wechseln. Ja, können. stimmt. Ja, kann man so sagen. Er hätte nicht mal die Crew wechseln müssen. Er hätte einfach mit dem Club-Tag weiter rumlaufen können, selbst wenn er nur noch in True-Partys gewesen wäre. Solange Wäre ja okay er gewesen. nicht gesagt hätte, ich will die Crew wechseln, wäre es auch nie überhaupt ein Thema gewesen. Also er hätte das nicht mal ansprechen müssen. Er hätte einfach, also wenn er natürlich das True Tag haben will, okay, dann muss er das natürlich sagen. Aber theoretisch hätte er es nicht müssen. Wenn er gesagt hätte, ja, okay, mir ist egal, welches Crew Tag ich habe, solange ich mit den Leuten zocken kann, hätte er das machen können, ohne die Crew zu wechseln. War nicht nötig. Er hätte in jeder Party sein können, er hätte an allen Events teilnehmen können. Also jeder, der bei TC ist, weiß, dass man da nicht zwangsläufig die Crew wechseln muss. Also gerade wir, hier Kevin jetzt zum Beispiel, wir sind ja sehr viel zum Beispiel auch mit Gasturbis von CFI Ja, oder mit von Renio Ausspielen. und Gianni von den Monkeys. Also mit denen zocke ich ja teilweise öfter als mit manchen Personen von Club. Also man muss nicht in einer Crew sein, um mit den Leuten zu zocken. Das ist nicht notwendig. Jeder kann mit jedem zocken. Es gibt keine Zwänge und es gibt keine Verbote. Wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht, gehe ich da nicht hin. Ach genau, das wollte ich jetzt sagen, weil er sagt jetzt, ja, hätte Blaues Blut gesagt, er will nicht, dass ich zu Club gehe, hätte ich das nicht gemacht. Digga, was checkt er, was er da gerade sagt? Er musste mich doch erstmal fragen, ob ich überhaupt will, dass er zu Blaues Blut, also zu True wechselt. Weil ich bin nämlich derjenige, wenn ich gesagt hätte, Blaues Blut, laut TC-Vereinbarung darfst du niemanden aufnehmen von mir, wenn das nicht abgesprochen ist.
Einfach damit diese Abwerbeaktionen nicht existieren. Deshalb haben wir das so gemacht. Nicht, weil wir nicht gönnen oder so, aber damit diese Abwerbeaktionen nicht anfangen. Da haben wir einfach gesagt, so ey, wenn du jemanden aus einer anderen Crew übernehmen willst, bitte vorher absprechen. Und wenn der andere sagt, aus irgendeinem nachvollziehbaren Grund, muss natürlich einen nachvollziehbaren Grund geben, will er das nicht, dann wird der auch nicht in der anderen Crew angenommen. Also es ist eigentlich genau andersrum gewesen. Wenn ich gesagt hätte, ich will nicht, dass Pascal zu True geht, wäre er da niemals gewesen. Er hat mich gefragt, ob er zu True wechseln kann. Ich habe mit Blaues Blut gesprochen, habe gesagt, ist okay, ist mit Pascal besprochen, ist mit Blaues Blut besprochen, du kannst rübergehen. Und Blaues Blut hätte niemals sagen können, er erlaubt das nicht oder so, weil er ja ursprünglich ein Clubmember ist. Das klingt jetzt gerade ein bisschen crazy alles, aber ne, man versteht, worum es geht. Und tja, und die haben aber gesagt, es ist kein Problem, dass du darüber gehst. Die haben komischerweise gesagt, es ist kein Problem, wenn du in deine alte Crew wieder zurückgehst. Was ein Wunder. Und dann irgendwann später habe ich dann halt festgestellt, im Club, es ist halt nicht mehr so, wie es für mich ist. Also es ist nicht mehr, wie es ist, damit ihr das auch mal wisst. Also es mit denen, die die Folge vermisst hat. Digga, es ist einfach nicht mehr so, wie es da, wo er schon gegangen ist. Ja, es ist nicht, wie es ist. Was soll man sagen? Also ich habe keine Zukunft darin gesehen, im Thema Run and Gun. Was, Pascal? Du hast keine Zukunft im Thema Run and Gun gesehen? Das ist aber das ganz wir auch. Wir auch nicht. Ja, wir auch nicht. Da sind wir uns doch eigentlich einig bei der Sache. Man hatte ein CVC oder ein Turnier bei Legend Salut Clan. Stimmt. Er hat sogar noch, als er dann, hat, sagt er jetzt ja selber, es gab noch ein CVC, nachdem er zurückkam, unter seiner Leitung sogar. Also erzähl doch bitte nicht, dass du da nichts, keine Ahnung. Warte, gegen wen war das? Das war so ein Turnier, also nicht nur ein CVC. Ach, dieses war ein ganzes Turnier. Ja, ich habe CVC gerade aus Versehen gesagt. Es war ein Turnier, es war ja, er hat selbst dieses toxische Turnier, erinnerst du dich noch? Wo alle sich übers Gerettet haben und gegenseitig sich abgefuckt haben. Genau, es wurde sogar, glaube ich, abgebrochen. Ja, aber das war kein, er sagt selbst CVC, es war aber kein. Achso, hat er auch gesagt, gut, habe ich das da gehört. Also es war ein Turnier, unter seiner Leitung hat unser Team, unser Club-Team daran teilgenommen. Also, auch hier belegt er nur wieder, ja, er hatte die Möglichkeit, da was zu machen. Er hat sogar das Turnier quasi, also die Mitgliedschaft von uns an dem Turnier gemanagt. Also bitte, erzähl doch nichts, bitte. Okay. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, aber man hätte sich darauf viel, viel besser vorbereiten können. Bro, dein Thema, Digga. Ja, dann hättest du das machen müssen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, dass es auch nicht zu Ende ging. Ja, es hat sehr viel Spaß. Digga, es hat auch keinen Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum er das jetzt da an der Stelle sagt, weil jeder, der bei dem Turnier mitgemacht hat, weiß, dass es keinen Spaß gemacht hat, weil es war nur Abfacke. Manche Spiele sind, wie gesagt, gar nicht zustande gekommen, weil die Leute sich so gehasst haben, dass sie sich direkt als das Spiel losging, schon mit RPGs abgefeuert haben. Also so toxisch ohne Ende. Keiner hat Spaß daran gehabt. Keiner der Clubmember hat daran Spaß gehabt. Die Maps waren kacke. Das ganze Turnier war kacke. Sorry, das Turnier war kacke. Keiner hat Spaß daran gehabt. Unter anderem auch meine Schuld, dass man vielleicht da nicht ein bisschen mehr trainiert hat. Danke. Danke. Argumentier für mich, finde ich gut. Dankeschön. Also im Großen und Ganzen war es halt eine coole Sache. Und tja, wo dann halt, wie gesagt, dann irgendwann der Supermove ankam, passt auf, Face, ich will gehen, habe ich, wie gesagt, gesagt, pass auf, ich gehe auch, weil ich in Richtung Running Gun mehr machen möchte. Und Warte. Ja? Sagt er gerade, das Turnier war eine geile Sache und das hat ihn aber dazu befähigt, die Crew zu verlassen. Ja. Frag mich doch nicht. Es macht doch keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn. Junge. Ich fand das super, hat richtig Spaß gemacht und deshalb wollte ich die Crew verlassen. Okay, weil Supermove hat mich nach diesem Golfturnier parallel war ja dann scheinbar sogar das Golfturnier, witzigerweise. Da waren ja sehr viele Leute angemeldet. Also komischerweise, das Ding lief. Da hat ihn Supermove angesprochen nach dieser Eskalation beim Golfspiel und hat gesagt, ey, Fausto steht nicht zu mir, voller Arsch, lass mal eigene Crew aufbauen. Also eigentlich erzählt er doch jetzt hier genau, wie es gelaufen ist. Man kann es doch genau rekonstruieren, was passiert ist. Es war das Golfturnier. Supermuff hat auf mich persönlich Hass gehabt, weil ich ihn nicht verteidigt habe in dieser Situation mit 50 Sven. Oder wo er halt einfach eskaliert ist, nennen wir es so. Weil es hat ja nichts mit Sven eigentlich zu tun, selbst wenn der ihm gesagt hat, er soll mal die Fresse halten, wäre es berechtigt gewesen. Supermuff sauer,
Pascal merkt, ah, Run and Gun läuft nicht, aus welchen Gründen auch immer. Komischerweise kann er sich das nicht erklären als Run and Gun Beauftragter, warum auch immer. So, die beiden sprechen miteinander in dieser Situation. Turnier war kacke. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum er sagt, das war ein tolles Turnier, war mega scheiße. Wird auch jeder, der dabei war, bestätigen, auch die Spieler. Turnier war scheiße. Run Gun Turnier war scheiße. Golf Turnier war insofern für Supermove scheiße. Die beiden treffen sich in einer Party. Beide sind schlecht drauf. Und besprechen, und Supermove fängt das Thema an und sagt, ey, ich will raus aus der Crew. Ich mache vielleicht was Eigenes. Da war, man kann sich das eins zu eins nach, also rekonstruieren, was passiert ist, Leute. Ihr braucht nicht lügen. Ihr braucht euch nicht in Stream setzen und sagen, weil Fausto so kacke war, weil Fausto kein, also weil Fausto nicht zu mir gehalten hat, weil Fausto nicht zu Club hält, weil Fausto nur zu TC hält, weil Run gar nicht existiert hat. Bitte? Ich sage ein gewisser Crewleader, nicht Fausto. Ein gewisser Crewleader, genau. Weiß man nicht, ob es Fausto war, aber ein gewisser Crewleader von Club. Mit F. Ich sag den Namen nicht, aber der. Das liegt nur an ihm. Deshalb sind wir rausgegangen. Das, also Leute, jeder checkt das. Das war nicht so. Das war nicht so. Ihr könnt das nicht so erzählen. Das stimmt nicht. Ihr widerlegt eure eigenen Geschichten hier zuhauf, Alter. Jedes Mal, welche Aussage ihr macht. Die widersprechen sich alle 5 Minuten. Bitte? Die widersprechen sich alle 5 Minuten. Nicht mal. Die widersprechen sich innerhalb eines Satzes 2 Mal. Hat zu dem Zeitpunkt auch gepasst. Es hat zu dem Zeitpunkt auch gepasst, sagt Pascal. Dass Supermove ihn angesprochen hat, Jing Crew. Und gesagt, ich bin dann zu Marci und Kia gegangen und die haben auch gesagt, pass auf, wir gehen mit. Warum nicht? Als Verteidigung für Marci und Krieger, es wird das Argument gewesen sein, ey, wir machen neue Crew, da spielen wir Run Gun. Dass Marci und Krieger das gut fanden, kann ich nachvollziehen, weil die wollten Run Gun spielen. Kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, Pascal kann man nicht nachvollziehen, weil er das bei uns machen kann. War nicht nötig. Ist kein Run Gun, hier wird nicht viel mehr für uns richtig getan. Im größten Ganzen halten wir nichts für die getan. Ja, genau, es war doch deine Aufgabe, Pascal, bitte. Crew bis zum Schluss aktiv. So Massi ist jeden Tag online in GTA, rund um die Uhr. Statt man da ein bisschen mehr entgegenkommen, sagt ihr, pass auf, Massi. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Leute, das macht keinen Sinn, weil selbst wenn Massi jeden Tag rund um die Uhr in GTA online ist, was soll ich denn machen, wenn keiner Run Gun spielen will? Soll ich die Leute zwingen oder was? Was soll ich ihm denn da dazu verpflichtet, ihm entgegenzukommen, nur weil er jeden Tag off online ist? Ja, da kann ich doch, also nicht, dass es das jetzt so klingt, als ob das gegen Massi wäre, aber da kann ich doch nichts, also das ist doch nicht meine Schuld, dass Massi in GTA online ist und keiner Run and Gun spielen will. Da kann ich doch nichts dafür. Selbst wenn ich alleine mit ihm Run and Gun spiele, reicht das doch auch nicht. Es müssten ja mehrere Leute Run and Gun spielen, damit das Spaß macht. Man kann mir das doch nicht in die Schuhe schieben. Das geht nicht. Und ich habe auch, also jeder weiß auch, ich habe immer eine gute Beziehung zu Massi gehabt und ich habe das bestimmt nicht, ich habe mir bestimmt nicht irgendwie gedacht so, hier Massi, der will gerne Run Gun spielen. Weißt du was? Wir spielen kein Run Gun. Machen wir einfach nicht, um Massi zu ärgern. Also als ob das so gewesen wäre. Sorry. Jeder weiß das und ich habe auch gerne Run Gun gespielt. Aber es gab einfach insgesamt nicht genug Leute dafür. Warum habe ich denn Run Gun Liga 1 und 2 gestartet? Weil ich keinen Bock auf Run Gun hatte oder warum? Darf ich was einwerfen? Ja, auf jeden Fall. Erinnerst du dich an das Video von Supermove über Run and Gun? Wo Pascal für ihn auf seinem Account gezockt hat? Ja, ja, ja. So, ja, um jetzt das ganze Run and Gun-Thema und so Supermove, dass er unzufrieden ist mit Club und so zusammenzupacken. Warum würde er sich so einen Aufwand machen, das alles aufzeichnen, mit Pascal organisieren, mit Run and Gun und all so einem Kram? Wenn die Crew komplett scheiße ist. Ja, wenn es alles kacke ist, ja genau. Das war ja, es muss ja auch ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Nee, das also, war ein Jahr vorher. Ja? Sicher? Das ist schon ein bisschen aber länger her, ja, ja. Sicher? Also Supermove 2017, Run Gun? Kann ich mir gar nicht, nee, 17, ganz ehrlich, kann nicht sein. Weil 17 da hat war, ja nicht mal die Racing die kommentiert, kann nicht sein. Da war Pascal ja noch bei uns. Das muss 18 gewesen sein. Wo die das organisiert haben. Das muss 18 gewesen sein. Das ist schon ein bisschen älter her. Also mag vorher gewesen sein, ja, aber so viel vorher kann es ja nicht gewesen sein, weil 17, ich weiß gar nicht, ob Supermove 2017 schon da war, er hat auf jeden Fall nicht die Racing League kommentiert. War Supermove überhaupt vor dir da, Kevin, ist die Frage. Hier, Rockford Special, Supermove, die Run-and-Gun-Legende vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren? Ja, 18, sag ich doch. Ja, ja, aber warum wird er sich den Aufwand machen,
wenn alle wenn die Crew so scheiße Kacke ist. Sind, ja. Warum würde er das machen? Vor allem an dieser Stelle einen großen machen? Dank an Fausto, Krieger, Lisa, Angel und Pascal. Das steht da? In den Kommentaren. Nee, in der Beschreibung. In der Beschreibung von einem Video von 2018 steht vielen Dank an Fausto und so weiter, bla bla. Danke. Es im 1 gegen 1 musste ich mich gegen drei starke Kontrahenten behaupten. Erlebt in diesem Rockford-Special, wie ich mit eben diesen Gegnern den Boden auf Spaßfaktor garantiert und nicht gänzlich ernst zu nehmen. Ja, ganz ehrlich, war ja auch eine witzige Aktion so. Das Geile ist, er spielt ja auch gegen mich und erwähnt mich nicht. Ja, weil du bist ein Arschloch. Wir machen da ein bisschen mehr Run-A-Gun. Und ja. Dann irgendwann, wo ich dann halt rausgegangen bin, habe ich zu den ganzen Leuten gesagt, pass auf, wir halten das erstmal geheim. Das stimmt ja nicht. Er sagt, er war ja nicht wo raus. Er rausgegangen ist, hat er die Leute angesprochen. Er ist, nein, das stimmt nicht. Er war ja bis zu dem Zeitpunkt, wo alle rausgegangen sind, war er noch drin. Also er ist nicht rausgegangen und hat dann irgendwas gemacht. Während er noch drin ist, hat er Sachen gemacht. Weil es noch nicht feststand, ob wieder... Was? Ich sag, unterschreibe ich so. Ja, weiß ja jeder. Das so 1000%ig machen mit der La Cosa Nostra oder nicht. Damit hat nicht darüber geschlafen. Ein paar andere Leute sind auf uns zugekommen. Also das Geile ist, sie hatten ja sogar schon Namen. Ja, wir wussten nicht 100%, ob wir das machen mit La Cosa Nostra oder nicht. Also er stellt, also, so wie er es erzählt, ist die Reihenfolge, er ist rausgegangen, dann hat er Leute angesprochen, aber selbst dann wusste man noch nicht, ob man das mit La Cosa Nostra machen will oder nicht. Die wussten aber schon den Crewnamen. Aber jetzt ist ja die Frage. Ja, erstens, okay, gut, den Crewnamen hat er vielleicht jetzt auch nur einfach reingeworfen, kann ja sein. Aber selbst wenn, also das macht ja keinen Sinn. Warum sollen denn alle die Crew verlassen, ohne dass sie wissen, dass es eine neue Crew gibt? Warum soll ich denn aus einer Crew rausgehen und dann gar keine mehr haben? Das muss ja furchtbar schlimm gewesen sein, wenn die Leute Hauptsache nur rausgehen, ohne überhaupt zu wissen, ob sie eine neue Crew machen. Das muss ja todesschlimm gewesen sein. Wie haben die das jahrelang ausgehalten? Wie hat das Massi, weiß ich nicht, 3-4 Jahre ausgehalten? Wie hat Pascal das 4-5 Jahre ausgehalten? Wie konnte das sein? Also 5 Jahre ist übertrieben, aber ja, also es waren ja Jahre. Es war nicht nur ein Jahr oder so. Es war echt ein langer Zeitraum. Also dafür muss es ja mega schlimm gewesen sein, dass die einfach nur raus wollten und nicht mal wussten, ob sie das Ding mit La Cosa Nostra überhaupt machen oder nicht. Also sie haben sich gedacht, lieber gar kein GTA-Spiel als bei Club weiterspielen, oder was? Also, sorry. Schwachsinn. Und überhaupt zu lügen und zu tun, als ob er vorher rausgegangen wäre. Alle sind gleichzeitig rausgegangen. Pascal und Supermuff sind nicht früher als irgendwer anders rausgegangen. Und haben gefragt, warum geht ihr jetzt eigentlich? Genau, Leute haben euch gefragt, warum geht ihr jetzt eigentlich, obwohl ihr gar nicht gegangen seid. Quatsch, 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 Quatsch. Ihr seid doch gar nicht gegangen. Ihr seid alle gleichzeitig raus mit den Leuten. Warum sollte euch jemand gefragt haben, warum geht ihr denn eigentlich? Oder warum seid ihr gegangen? Das stimmt nicht. Da habt ihr vorzugehen. Ich habe gehört, ihr wollt gehen. Warum? Jetzt sagt aber, wir haben gehört, ihr wollt gehen. Gerade noch gesagt, nachdem ich rausgegangen bin. Also erstmal selber die Story überlegen, bevor man sie erzählt. Das wäre schon mal gut. Haben wir erzählt. Das wäre der erste Schritt. Wir gehen halt aus den und den Gründen, dass ich halt mein eigenes Ding machen möchte. Und die anderen. Was hat er gerade gesagt? Hat er gerade gesagt, weil ich mein eigenes Ding machen will? Ja, ja. Hä? Ich dachte, weil bei Club alles scheiße ist. Was denn nun? Aber ey, hast du mal auf die Texte oben links geachtet? Nee. Die Leute, die so reagieren, kommen, ist auch im RL nicht klar, weil da toleriert das keiner mehr. Oder ja, wirklich kindisches Verhalten von einer Person, wie gesagt, stehe Paddy sehr zu. Ich kann aber die Namen nicht lesen. Hoffmeister David. Kenne ich nicht. Der David, der einzig wahre, der legendäre. Richtig kindisches Verhalten. Guck mal, vor allen Dingen, er urteilt über mein Verhalten, er kennt mich gar nicht. Wer ist David? Ich kenne den nicht. Hoffmeister, also gut, vielleicht kenne ich seinen Real-Life-Namen auch nur nicht. Aber er sagt, kindisches Verhalten von mir, obwohl zu dem Zeitpunkt, muss man ja ehrlicherweise sagen, nur gesagt wurde, dass ich kein Run-Gun gemacht habe. Ist das und dass ich Supermoves nicht verteidigt habe. Bitte? Ist das der Italo 57M? Ja, ja, das ist Italo, ja. Der ist doch von den Heizern, ne? Ja. Auch geiler Kommentar. Okay, ich schnapp gleich ein. Man hört sich. Ja, aber ich... Also, ja, weiß ich nicht. Also, den habe ich immer noch auf der FL, by the way. Ja, Italo ist auch wieder cool eigentlich. So. Also da hört man ja auch schon raus, so dass eigentlich das Thema irgendwie langweilig findet oder so.
Aber da scheint ja auch, also der kommentiert auch die Best of Racing League Videos, die ich reingemacht habe, kürzlich erst. Also man merkt es halt wirklich, sogar die Leute, die damals kommentiert haben in seinem Stream, sind cool mit uns. Warum ist das so? Warum sind Leute mit uns cool, obwohl die eigentlich aus Supermoves-Community kommen? Wie kann das sein? So Massi und Tobi, die halt damals mitgegangen sind. Ja, okay, dass die wieder cool mit uns sind, kann man vielleicht sogar noch verstehen, aber selbst Leute, die 100% aus Supermoves-Ecke kommen, so wie Italo, also mit dem habe ich nie Berührungspunkte gehabt. Außer, dass ich halt weiß, mal... Ich weiß gar nicht, warum ich Also wir wissen, dass er bei Heizer war, oder der war auch damals bei dem CVC mit den Heizern nicht dabei, also wir hatten nie wirklich Kontakt mit dem so. Man kennt ihn, ja, aber wir hatten weder Beef noch eine Freundschaft oder so mit ihm, gar nichts, also man kannte ihn, fertig. Und wie gesagt, er kommentiert jetzt auch im positiven Sinne unsere aktuellen Racing League Highlights, also der scheint auch cool mit uns zu sein, sonst würde er es ja nicht machen. Eins fällt mir noch ein zu dem Thema, wie mit Männern, die rausgehen, umgegangen wird. Ja. Die Sprachnachricht an Tobi. Ja, das können wir leider hier im Stream nicht zeigen, weil es ja, leider. Eine private Audio war, aber wir können sinngemäß, hey, das wär mega. Wir können aber sinngemäß wiedergeben, was er gesagt hat. Das Ding war halt, wie gesagt, Tobi hatte mich... Ja, 30 damals, Minuten Audio. 30 Minuten Audio. Tobi hatte mich gefragt, hey, Fausto, wie gesagt, man muss mich nicht fragen. Es geht nicht darum, Erlaubnis einzuholen. Aber man macht es einfach Höflichkeit, so aus Höflichkeit, dass man sagt, hey, Fausto, war eine coole Zeit bei dir oder war von mir aus auch eine Scheißzeit bei dir, ist ja egal. Ich möchte aber jetzt zu einer anderen Crew gehen. Ist ja kein Problem. Ist aber die Höflichkeit gebietet es einfach, dann zu sagen, hey, ich gehe weg. Macht mal einfach so. Und er hat das auch gemacht. Er hat gesagt, ey, Fausto, nichts gegen Club oder so, aber ich zock halt mit Supermove und so und ich finde auch sein Konzept da mit Let's Play Up Racing cool und so. Er will da was Racing-mäßiges aufbauen und ich habe da irgendwie Bock drauf, würde mir das gerne mal angucken und so, würde deshalb gerne zu Cosa gehen. Habe ich gesagt, okay. Also Tobi wird das auch bestätigen. Tobi ist übrigens auch wieder bei uns in der Crew, also auch da sieht man... Schon sehr lange. Schon sehr lange auch. Also auch daran sieht man diese ganzen Verbindungen, die er sich damals künstlich aufgebaut hat, über Lügen. Weil, ne, man sagt, Lügen haben kurze Beine, es hat halt nicht lange gewährt. Seine Geschichten, die Leute sind irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es Quatsch ist und sind wieder zurück zu uns gekommen. Also wie gesagt, ich habe gesagt, okay, geh rüber zu Cosa. Und er hat aber auch gleich schon gesagt, wenn es mir da nicht gefällt, kann ich dann wieder zurückkommen. Habe ich gesagt, ja, also ich habe wahrscheinlich nicht 100% gesagt, ja, aber sowas wie, ja, können wir auf jeden Fall nochmal drüber reden dann so. Also auf jeden Fall nicht so, ja, du bist jetzt geächtet, wir hassen dich jetzt. Das auf jeden Fall nicht. So, dann ist er kurz bei denen gewesen, Let's Play Up Racing, groß angekündigt von Supermove über einen langen Zeitraum, hat er auch viel Tamtam drum gemacht und was auch wieder ein Widerspruch eigentlich ist, weil die sind ja eigentlich auch rausgegangen, weil bei Racing ja kacke, ja stimmt, ist auch wieder so ein Ding, ne? Ja, aber es ist zu viel Racing. Move hat auch selbst keine Ahnung von Racing. Außer Super Mario Kart. Es ist den Leuten zu wenig Run and Gun. Es ist den Leuten zu viel Racing. So, aber Supermove steht weder für Run and Gun, für Racing auch nicht, aber Racing hat er gemacht zu dem Zeitpunkt. Racing, er hat halt die Racing League kommentiert und wollte nebenbei sein eigenes Racing-Team aufbauen. Auch wenn er keine Ahnung von Racing hat. Aber Racing war sein Thema, nicht Run and Gun, muss man sagen. Er war auch nie ein guter Run-and-Gun-Spieler. Racing, also Rennen fahren, konnte er auch nicht. Aber Run-and-Gun konnte er auch nicht. Also, er konnte gar nichts. Ja, sorry, er war nichts wirklich gut. Er war nichts wirklich gut. Muss man ja auch nicht, muss man ja sagen. Also, es verlangt jetzt keiner, dass alle Member in irgendwas gut sein müssen. Aber er stand halt für nichts besonders. Aber wenn, dann eher für Racing mit seinem Let's Play Up Racing. So, und die Leute gehen aber zu ihm in die Crew, weil es ihnen zu wenig Run Gun, zu viel Racing war, obwohl er dann ein Racing-Team aufbauen will. So, das Racing-Team kommt aber nie zustande, bis heute nie was passiert. Wahrscheinlich war auch nur Lautz jemals in diesem Team. Und vielleicht Lassie, auch keine Ahnung. Auch halb. Bitte? Ich sag auch nur halb, weil er ja auch irgendwie so ein Crew-Switcher. Ja, ja, stimmt, weil Lautz ist auch nicht... Außer bei uns war er, glaube ich, nie bei einer Crew und hat da das Crew-Tag auch wirklich getragen. Ich glaube, der hat immer umgeswitcht. Also der war nie ein 100% loyaler Crew-Member, was das angeht mit Crew-Tags und so. Wie gesagt, ist auch nicht schlimm, aber den Schuh kann man ihm schon anziehen. Auf jeden Fall, macht auch schon keinen Sinn, dass er dann sagt, ich baue mein Racing-Team auf und deshalb gehen die Leute mit zu ihm, die dann Gun spielen wollen. Das macht auch keinen Sinn. Und dann haben die ja Leute auch noch gesagt, generell,
was haben die wollten noch nicht dieses Durcheinander oder irgendwas, hat er vorhin gesagt. Aber Supermove sagt, ja, wir machen Multigaming mit Super Nintendo, mit Mario Kart und so. Das war doch bestimmt nicht das, was die Leute wollten. Ja, wegen COD, weißt du? Ah ja, wegen COD, ja gut, das vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die Run Gun unbedingt spielen wollten, auch gleichzeitig auf Super Nintendo Mario Kart spielen wollten. Das glaube ich irgendwie nicht. Okay, ihr könnt mich eines besser COD für Super Nintendo? Weiß ich nicht, glaub nicht. Also das auch da, also ihr merkt es wirklich, ich muss das gar nicht, ich kann das hervorheben, aber ich muss das gar nicht selber sagen, weil die sagen das. Die, es ist Super Nintendo-Sache, die kommt ja pur von ihm, weil kein Schwein bei Rockford oder so hat jemals nach Super Nintendo gefragt. Das war nur er mit seinem Mario Kart. Auch da wieder Mario Kart, auch er Ecke Racing, so, ne? Also man merkt, also Super Move steht nicht für Run and Gun. Die Leute, die da mitgegangen sind, sind mitgegangen, weil Pascal ihn Run Gun versprochen hat. Nichts auch anderes. Auch Mario Kart realistisch als GTA laut Super Move. Ja. Also, ne, man merkt, das ist auch schon mal Quatsch gewesen. Auf jeden Fall, Tobi ist dann auch wieder zurückgekommen, nachdem er gemerkt hat, dass da racingmäßig gar nichts abgeht, dass diese ganzen Versprechungen, Let's Play Up Racing, bla bla bla, dass da gar nichts passiert ist. Da ist er auch wieder zurückgekommen. Also, das war nicht mal lange danach, das war... Boah, ein, zwei Monate? Ich weiß es nicht mehr, aber also, ja, so wenn in dem Rahmen hätte ich jetzt auch getippt. Also, er hat sich aber das hat einiges an Geld geflossen. Genau, aber darum ging es ja eigentlich. Supermove sagt, wie Leute bei uns behandelt wurden, wenn die rausgegangen sind. Aber richtig. Er, also Tobi, unser Member, geht auf falschen Versprechungen basierend zu COSA, merkt, okay, das sind also vielleicht nicht absichtlich gelogen, aber es passiert nichts. Das, was man mir versprochen hat, passiert nicht. Okay, ich will zurück zu Club. Und jetzt, das ist das Beispiel von wohin, ein Bayern-Spieler geht zu Dortmund und will zurück zu Bayern. Man kann ihm doch nicht vorwerfen, dass er zurück zu Bayern will, wenn ihm beim Dortmund Scheiße versprochen wurde, die nicht eingehalten wurde. Und jetzt hat er, Tobi, eine 30 Minuten und dann nochmal eine 5 Minuten paar kürzere Sprachnachrichten geschickt, in denen er ihn wirklich als den letzten Verräter und Lügner darstellt, nur weil er zurück zu seiner eigentlichen Crew gehen will. Da merkt man doch, was abgeht. Wie kommt er darauf, dass Tobi ihm Loyalität schuldig ist, mehr als uns? Oder überhaupt? Nachdem und selbst in dieser Sprachnachricht wurde. Wird sich schon wieder zigmal widersprochen, in der teilweise innerhalb von ein paar Sekunden. In der Sprachnachricht wird sich innerhalb von ein paar Sekunden widersprochen. Er wird laut, er wird denk wirklich, erschreit. Geladen. Er schreit wirklich Tobi an, also es wird wirklich sehr, sehr persönlich. Das Geile ist, es ist in der Öffentlichkeit, ne? Es ist du hörst im Hintergrund so Sirenen oder irgendwie so Autos vorbeifahren. Ja, stimmt. Und so er rennt draußen offensichtlich auf der Straße rum und schreit währenddessen in sein Handy rein, schreit Tobi an und sagt aber parallel jetzt hier im Stream dazu, dass bei uns die Leute irgendwie schlecht behandelt werden, wenn die rausgehen. Wie gesagt, Tobi ist nicht bei ihm rausgegangen. Der ist bei uns rausgegangen, um sich auf falschen Versprechen hin, er hat sich da halt was erhofft. Also wie gesagt, war ja auch besprochen mit Tobi, ist ja nicht schlimm. Aber wenn Tobi dann sagt, ich kriege das nicht, was mir da versprochen wurde, und ich möchte jetzt zu meinem eigentlichen, ich nenne es jetzt mal Verein, wegen dem Fußballvergleich zurück, dann kann man nicht sagen so, wie kannst du nur wieder zurückgehen zu denen, nachdem wir dir deine Versprechen hier nicht einhalten. Das ist doch Quatsch. Sorry. Also ihr widersprecht euch. Ihr lügt. Fertig. Redbar sagt, war eine Zeit lang sogar auf dem Discord-Server von COSA, obwohl ich nicht gefragt wurde. Also du hattest eine Einladung einfach so bekommen, wa? Kann ich mir vorstellen. Okay, weiter. Dann gesagt, ja, pass auf. Du hast recht, es ist nicht so wie damals mit Club. Diese Aktivität, die mir liegt, du hast halt generell, wie es ist, passt halt für mich nicht. So wie Supermove sagt, wenn der Messi sagt, er möchte nicht mehr Barca spielen, weil woanders eine Chance sieht, da spielen zu können, wenn es jetzt sagen wir in dem Moment Real Madrid ist. Natürlich ist das ein bisschen was anderes. Also halt Rivalen. Also jetzt nimmt er schon ein bisschen zurück. Ah, okay, ist vielleicht doch ein schlechter Vergleich. Aber im Großen und Ganzen wird auch nicht gesagt, hier, pass auf. Nee, da ist nicht, bist ein Verräter, weil du darüber gehst. Doch. Im ersten Moment, ja, irgendwann werden die denken, okay, Schluss, wir sind erwachsene Leute, man kann da vernünftig drüber reden, wie es so kommen wollte, ja, dann irgendwann... Geredet. Natürlich kann man vernünftig, also da passt der Fußballvergleich vielleicht doch wieder, weil man muss eine gewisse Professionalität natürlich trotzdem noch an den Tag legen. Das müssen wir hier aber nicht. Wenn wir euch nicht mögen, dann müssen wir auch nicht so tun, als ob im Fußball muss man das vielleicht machen. Aber hier müssen wir das nicht. Wenn wir euch ja, hier ist ja ein Unterschied. Dann können wir einfach sagen, wenn Messi, nicht.
bei dem Fußball, wenn der Messi jetzt vorher abklärt, dass er rübergeht, ist ja auch okay, aber wenn er hinterrücks das Plan, ja, und seinen Mitspieler noch nichts davon sagt. Das ist, und Mitspieler mitzieht. Man muss ja sogar sagen, auch der Clubleitung ja nichts davon sagt. Scheinbar muss es ja so eine Situation sein, der Vertrag läuft aus, ich tue so, als ob ich meinen Vertrag verlängere, und am letzten Tag vor der Unterschrift sage ich, ha, ich habe aber bei Real unterschrieben, haha, als Barca-Spieler. Ja, genau. Ey, warum seid ihr jetzt sauer auf mich? Seid ihr dumm? Warum seid ihr jetzt sauer? Was, warum? Bei euch, geil, ist ja nicht, gesagt. Bei euch wurde ja nicht alles auf mich zugeschnitten. Nicht jeder Pass wurde mir zugespielt, obwohl ich den ganzen Tag online bin, mäßig. Das Geile ist, es wird gesagt, man kann über alles reden, aber die sind ja gar nicht zum Reden überhaupt auf einen zugekommen. Ist so. Die verstehen das nicht, dass der erste Schritt in jedem Fall, egal wie du die Situation drehst, selbst wenn ich der größte Arsch bin, okay, dann vielleicht nicht, aber selbst wenn ich ein bisschen arschig war und vielleicht nicht das gemacht habe, was die sich gewünscht haben, selbst dann wäre der einzig logische Schritt gewesen, bevor man sowas macht, erstmal mit den Leuten zu reden, denen man den Dolch in den Rücken stoßen will. Erstmal sagen, hey, vielleicht das auch versuchen, auf einer freundschaftlichen Basis zu machen. So wäre Pascal gekommen oder wäre Supermove gekommen oder wären beide zusammengekommen und hätten gesagt, ey, Fausto, selbst wenn das Quatsch ist, aber selbst wenn die gesagt hätten, ey, bei Club läuft nicht mit Run and Gun, auch wenn das seine Schuld ist, und deshalb möchte ich gerne in eine Run and Gun Crew wechseln oder selber eine aufbauen. Was hätte ich denn sagen sollen? Hätte ich sagen sollen, darfst du nicht? Hätte ich gar nicht machen können. Hätte ich mich ja lächerlich gemacht. Ich hätte sagen müssen, ja, okay, schade. Aber ja, was soll ich? Ich kann euch ja nicht davon abhalten. Macht eure Run-Gun-Crew. Ich hätte vielleicht noch versuchen können, die zu überzeugen, das bei Club nochmal zu machen. Aber der Zug war ja eh schon abgefahren. Aber das wäre der Schritt gewesen, den sie hätten machen müssen. Dann hätte ich auch nichts dagegen sagen können. Dann hätte ich das einfach hinnehmen müssen. Hätte ich sagen müssen, okay, jeder darf seine Crew aufmachen. Das Ding ist, wenn du ein Problem hast, musst du das Gespräch suchen. Ja. Weil der andere kann ja nicht riechen, dass du ein Problem mit ihm hast. Und wenn das so läuft und das kommuniziert ist, dann hätten auch die Leute von TC euch nicht den Rücken gekehrt. Aber wie gesagt, das Motto von TC ist honest, loyal, fair. Ja, und wenn man genau diese Prinzipien mit Füßen tritt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute einem den Rücken kehren. Weil wenn ihr gegen alle Prinzipien von TC verstoßt, wenn ihr nicht loyal seid, wenn ihr nicht ehrlich seid, wenn ihr unfair seid, wenn das eure Prinzipien nämlich sind, dann habt ihr mit TC nichts zu tun, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Leute keinen Kontakt zu euch haben wollen. Und erst recht nicht, wenn man noch schlecht über die Leute redet. Auch über True. Ist ja auch allseits bekannt, dass da schlecht geredet wurde. Das, man kann jetzt wieder sagen, hat Fausto sich alles ausgedacht, aber komischerweise wissen die Leute das ja alles aus erster Hand. Also, die Lügen haben kurze Beine, Leute. Sehr kurze Beine. Ist jetzt, 2 Jahre her, Max? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Die kurzen Beine sind schon lange abgebrochen. Alle Lügen sind auserzählt. Glaubt keiner mehr. Haben wir mitbekommen, dass der ich sag jetzt mal den gewissen Namen, Fausto, der uns auf den Chat kam. Wir hatten vor. Ich sag jetzt mal den gewissen Namen, ist so lustig, ne? Als ob es nicht jeder wüsste, über wen er redet. Alle gemeinsam in dem Moment rauszugehen. Warum? Weil einzelne Leute dieses Zwischenmenschliche nicht drauf haben. Ja, okay. Dazu habe ich schon mal was gesagt. Ja, ich weiß, dass Massi nicht zum Beispiel der große Redner ist. Dass der auch nicht so auf dieser emotionalen Schiene kommt und so, hey, ja, es war voll cool bei euch und so und bla. Aber ich will jetzt was Neues machen und so. Ich hoffe, ihr versteht das und so. Das ist kein Massi-Talk. Das wissen wir. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Aber man kann das trotzdem nicht pauschal als Ausrede nehmen, warum 20 Leute, es sind ja angeblich 20 Leute gewesen, warum die alle ohne Tschüss sagen rausgehen. Wären ein, zwei Leute ohne Tschüss sagen rausgegangen, hätte ich gesagt, okay, so, es ist nicht jedermanns Sache. Aber der Großteil der Leute hätte das schon machen müssen, damit es ein cooles Ding ist. So ist es nicht cool. Wenn alle rausgehen ohne Tschüss sagen, nur einer so einen Fake-Text reinschickt, aus seiner Perspektive, zwar abgesegnet von den anderen, aber da stand ja nicht unten drunter, euer Supermuff, Pascal, Massi, Krieger, Magic Kicker, da standen ja nicht alle Namen drunter, dass ihr das quasi unterschrieben habt, wie so eine Grußkarte. Ja, da stand nur Fausto Scheiße, deshalb sind wir raus, tschüss. Mehr stand da doch nicht. Das Geile ist, es sind ja auch wirklich alles langjährige Mitglieder gewesen, ne? Ja, das dann hätte man jetzt zumindest erwarten können, dass man sagt so, ey Leute, war eine schöne Zeit, ne? Wir wollen einfach was Neues ausprobieren. Ja. Dann wäre es ja okay gewesen, wenn das abgesprochen wäre. Ja klar, du kannst es ja niemandem verbieten. Wenn, wie gesagt, nehmen wir das Massi-Beispiel, ich weiß, ne, wie gesagt, es ist kein Massi-Talk, sowas zu sagen, aber wäre Massi gekommen, hätte gesagt, ey,
ich spiele halt mehr mit Pascal, deshalb macht es für mich Sinn, da mitzugehen, hätte ich gesagt, ja, verstehe ich, Massi, ist ja nicht schlimm. So, ich weiß, es ist ja auch nicht auf deinen Mist gewachsen, ich bin jetzt nicht böse. So. Ist safe. Ja, sehr safe. Man kann doch nichts dagegen sagen, wenn es einer so, wenn sich einer so verabschiedet, sage ich mal, sagt so, hey, es ist alles cool, aber ich will lieber mit den Leuten zocken, deshalb gehe ich da mit. Da kannst du es den Leuten nicht übel nehmen. Aber wenn die Leute nicht Tschüss sagen und einfach weg sind, dann hat das immer einen komischen Beigeschmack. Ist halt einfach so. So, aber für ihn ist es jetzt wieder die ultimative Ausrede. Ein paar Leute können das nicht so gut mit Tschüss sagen, deshalb sagen wir einfach gar alle nicht Tschüss. Okay. Ich meinte sich selber. Ja, er selber hat auch nichts gesagt, muss man auch mal sagen. Ne? Pascal ja auch ein langjähriger, wie gesagt, Führungsebene in Anführungsstrichen. Sagt nicht ja, mal Tschüss. Streitschlichter und all so ein Scheiß. Genau, Streitschlichterkanal und so eine Geschichten. Oh mein Gott, Alter. Und genau der so, sagt Alter. Nicht Tschüss. Sie können nicht sagen, hier, pass auf, ich gehe aus den und den Gründen. Können sie meist nicht. Warte mal kurz. Ja, weil es keine Pascal nicht auch RC2 Leader oder RC2? Ja, er war sogar mal der Leader von RC2, Mann. Warum, der war verkauft er sich, warum verkauft er sich so, als ob es nicht in seiner Verantwortung gelegen hätte? Mit Run and Gun. Nicht alles, aber mit Run and Gun. Das lag in seiner Verantwortung. Warum verkauft er sich so, als ob er damit nichts zu tun hat? Vielleicht ist das nicht die vernünftige Art und Weise zu sagen, pass auf. Das ist 100% nicht die vernünftige Art und Weise, Mann. Er weiß es doch selber, er sagt es doch selber. Vielleicht ist das nicht die vernünftige Art und Weise. Ja, ja nur vielleicht. Es auch nicht. Im Prinzip gestehen die sich alle Fehler hier in diesem Stream ein, obwohl sie eigentlich gegen mich argumentieren wollen oder gegen Club oder gegen DC oder gegen alle. Aber sie gestehen sich alle Fehler hier ein. Man hört alles raus. Machen jetzt unser eigenes Ding. Man hätte vorher mit Faust reden können. Na klar. Da sagen wir nichts zu. Er bestätigt ja sogar noch was. Man hätte mit Faust reden können. Da sagen wir nichts zu. Gemacht. Haben wir nicht gemacht. Da sagen wir nichts zu. Ist halt doof gelaufen in dem Moment. Das ist doof gelaufen. Ja, ist halt doof gelaufen. Ist halt einfach so passiert. Hey, Dummkopf. Aber so ist halt gekommen, wie es gekommen ist. Dann irgendwann einen Tag danach, bevor wir es mitbekommen haben, hat er gesagt, pass auf, die gewissen Leute, die jetzt ihr eigenes Ding da machen, sollen bitte den Server verlassen und nicht meine mitlesen. Ist irgendwas Falsches an dieser Forderung? Die wollten ja eh gehen. Also nochmal, ich habe rausgefunden, dass es diesen geheimen Server gab. Hat mir Robert zugespielt, den Link. Da bin ich kurz draufgegangen, habe kurz die Namen gesehen, wusste, dann war sofort klar, okay, hier wird was geplant. Nicht mal anhand der Texte, ich glaube, ich konnte nicht mal Texte lesen, aber ich konnte die Namen sehen und dann konnte ich ja eins und eins zusammenzählen. Und dann habe ich halt darauf, dann habe ich direkt darauf eine Nachricht bei uns im Discord geschrieben. Alle, die jetzt hier im Hintergrund irgendwelche Sachen planen, weil ich wusste ja nicht mal genau was, die mögen doch bitte einfach den Server dann verlassen jetzt. Weil wenn die ihr eigenes Ding planen, müssen die ja bei uns nicht mehr mitlesen. Ist ja klar. Mhm. Weil, also es ist ein schlechter Vergleich, aber ich lasse ja jetzt auch nicht alle anderen Crews von DC jetzt bei uns auf dem Server die internen Gespräche mitlesen. Auch wenn wir mit denen cool sind und selbst wenn sie 90% davon gar nicht betrifft oder so. Aber trotzdem lade ich ja nicht jeden ein, der gar nicht zur Crew gehört, um die internen Chats mitzulesen. Ist doch ganz logisch, dass ich sage, ey, wenn ihr nicht mehr dazugehören wollt, wenn ihr irgendwas plant da im Hintergrund, ja, dann geht doch bitte raus. Dann macht doch bitte euer... Ihr seid ja schon auf eurem eigenen Discord, dann redet doch nicht bitte dort. Bitte? Ich sag grundsätzlich, wenn du eh rausgehen willst, dann ziehst du dich in die Länge, wenn es jetzt eh rausgefunden wurde. Ja, dann genau, dann geh doch einfach so. Dann beschwer dich doch nicht darüber, dass ich sage, dass du gehen sollst. Haben wir auch getan. Wir sind gegangen. Supermo war der letzte, haben wir auch der getan. War, hat ja, habt ihr auch getan, stimmt. Dann hat er einen Abschiedstext geschrieben. Rapper. Also nochmal hier die Bestätigung. Keiner hat Tschüss gesagt, alle sind raus. Supermo hat Abschiedstext reingeschrieben. Hat auch am Anfang vor, mit zu uns rüberzukommen. Er hat uns immer ein bisschen gesagt, was da gerade geschrieben wurde. Pass auf, der Text, den Supermove geschrieben hat, wurde gelöscht. Da haben wir gesagt, okay, warum? Na, Faust so halt das mit der Hetzjagd geredet, dass alles auf die Crew ging, dass wir die Crew runtermachen wollten, eine Schockstarre, aber war nicht in dem Fall. Ich weiß nicht mehr, was ich genau damals geschrieben habe, aber was ich meinte mit dieser Schockstarre ist, ob absichtlich oder nicht absichtlich, aber wenn du davon nichts weißt und von, lass es, weiß ich nicht, 50, 60 wirklich Club-Member auf diesem Server sein, wenn davon plötzlich die Hälfte rausgeht,
dann ist das eine Schockstarre für alle anderen. Alle wären auf einmal überrascht und wüssten nicht, was sie dazu sagen sollen, wenn die Hälfte der Leute, angeblich waren es ja 20 Leute, wenn die auf einmal weg sind. Natürlich ist das eine Schockstarre dann, ob beabsichtigt oder nicht. Aber das macht man noch nicht. Aktive. Wir wollten zu keinem Zeitpunkt, dass es halt so ein Schock ist. Ja, dann macht doch keinen Schock. Wir hatten vor... Nein, die wollten keinen Schock, aber die haben gesagt, an den Tag um 20.20 Uhr verlassen wir alle gleichzeitig. Das ist ja kein Schock. Ja, das ist doch dann... Also Schock ist ein hartes Wort, natürlich, klar. Ne? Vielleicht Überraschung, nennen wir es Überraschung. Vielleicht war das übertrieben von mir gewählt. Schockstarre war vielleicht ein hartes Wort. Sorry dafür, dass ich so ein hartes Wort benutzt habe. Aber ja, das ist es nun mal, was man damit provoziert, wenn angeblich 20, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich hätte gesagt 10, aber wenn jetzt plötzlich 20 Leute den Server verlassen, dann sind alle anderen geschockt. Punkt. Gemeinsam in dem Moment rauszugehen, wir halten das erstmal geheim. Nichts. Wir halten das erstmal geheim. Fuck you. Wir halten das erstmal geheim. Das ist wieder so ein Punkt. Du kannst wirklich das Ding eigentlich an jeder Stelle in diesem Stream zumachen. Nach jeder Aussage von Pascal kannst du sagen, das reicht eigentlich. Man weiß genug, das reicht.